Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin heute gar nicht in meinem Zeitplan, aber ich möchte trotzdem ein Video für euch machen. Ist doch klar, jeden Tag ein Video für euch. Und warum bin ich nicht in meinem Zeitplan? Und warum bin ich glücklich darüber? Nun, heute war das so und gestern auch ein bisschen, dass ich sehr vertieft war in meiner Arbeit. Ja? Ich mache nämlich Zitate für euch. Ja? Ich mache so Bilder, wo ein Zitat draufsteht. Und ich bereite auch noch etwas anderes für euch vor. Ich möchte nämlich, dass ich zumindest jeden Tag noch ein weiteres Video poste, was Untertitel hat, ja, sodass ihr jeden Tag ein Video schauen könnt, was Untertitel hat, auf Deutsch und auf Englisch. Es wird nicht immer ein neues sein, aber dafür bekommt ihr jeden Tag eins. Und mindestens 3 neue Videos mit Untertiteln mache ich für euch jede Woche. Das heißt, es kommen immer neue Videos hinzu. Und ich weiß, dass viele von euch nicht die Zeit haben, sich jedes Video anzuschauen. Oh je, wie kann denn das sein? Wie kann man denn nicht jedes Video von mir anschauen? Ja, und deswegen werde ich das so machen, dass ihr gute, alte Videos noch einmal bekommt. Ich werde diese Videos auf Facebook und auf Twitter posten, sodass ihr auch die Videos sehen könnt, die ihr noch nicht gesehen habt. Und auch die Videos nochmal anzuschauen, damit ihr wirklich die deutsche Sprache noch besser lernen, weil es ist eigentlich gut, wenn man das Material nochmal wiederholt. Aber ich möchte jetzt dazu kommen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja? Und zwar war ich heute so total vertieft in meine Arbeit. Ich habe, wie gesagt, etwas vorbereitet und ich habe auch Bilder gemacht mit Zitaten, mit inspirierenden deutschen Zitaten. Und das ist etwas, was mir im Moment sehr viel Spaß gemacht hat. Und manchmal passiert das, dass man ganz in etwas vertieft ist. Ja, dass man so sehr vertieft ist in etwas, dass man alles andere ausblendet. Ja, ich meine, ich wusste, dass ich meinen Zeitplan nicht einhalte. Und ich habe ihm gesagt, ach, ich mache hier einfach weiter, ich bin so vertieft. Und bei vielen Leuten ist das so, wenn sie ein Buch lesen. Bei mir auch, ja. Wenn ich einen spannenden Roman lese, dann bin ich ganz vertieft und um mich herum können tausende Dinge stattfinden und ich bemerke sie nicht. Ja? Und meine Frage an dich ist, wann hast du solche Momente? Ja? Wann bist du besonders in etwas vertieft? Ja? Wann bist du besonders in eine Handlung vertieft, ja? Wenn du ein Buch liest, wenn du auf Arbeit bist, wenn du Sport machst, ja? Bei welcher Sache bist du besonders eingenommen, ja? Welche Sachen vertiefst du dich gerne? Das ist eine interessante Frage, denke ich, und ich bin gespannt auf deine Antwort. Wann vergisst du alles um dich herum, weil du so konzentriert bist? Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer bis morgen. Tschüss!